Hallo ihr Lieben, willkommen in meiner neuen Vlogwoche. Die Sonne scheint, wie ihr sehen könnt. Ich genieße das gerade sehr, wie sie mir aufs Gesicht scheint. Und es ist Montag, der 1.5. und ich wollte euch berichten, wie mein Wochenende war und was ich bis jetzt gelesen habe. Und ich denke mal, dadurch, dass ich gerade in recht vielen Leserunden bin, kann ich auch schon erzählen, was ich diese Woche noch lesen möchte. Ja, ich war das Wochenende ja bei meinen Großeltern und jetzt ist die Sonne wieder ein bisschen weg. Mein Onkel hatte 60. und dementsprechend war da viel Familie angesagt und Feierlichkeiten und Quatschen. Und da kam mir dann auch die Verwandtschaft, die jetzt weiter weg wohnt, so 5 Stunden fort und die man nicht so oft sieht. Und dann hat man viel gequatscht. Und ich habe nur ein bisschen gelesen am Wochenende, und zwar Am kürzeren Ende der Sonnenallee von Thomas Brussig. Kennen bestimmt viele. Ich habe das damals bekommen beim Welttag des Buches 2012 war das. Es gab ja 2 Jahre, wo sie so Bücherpakete gemacht haben. Und es war ein recht dünnes Büchlein, hatte 154 Seiten. Und ich dachte mir, naja, guckst du mal am Wochenende, ob du das noch lesen kannst. Weil gestern war ja der 30.04. So nach dem Motto Monatsrückblick, wie sieht's denn aus? Und das habe ich dann gestern Abend auch noch beendet. Und ich bereue es nicht, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kenne ja den Film und es geht um die Sonnenallee, die in Berlin ist. Und es fand ja die Teilung statt. Berlin wurde geteilt und es gab sozusagen dann die sowjetische Besatzungszone beziehungsweise der Teil, der zum Osten gehörte, und West-Berlin, der zum Westen entsprechend gehörte, und da ging die Mauer durch und die ging durch die Sonnenallee, und das kürzere Ende, die ist glaube ich 4 Kilometer lang, das kürzere Ende lag halt sozusagen noch in Ostberlin, und man erfährt die Geschichte von Micha, der sozusagen am kürzeren Ende wohnt und mit welchen Problemen er im Osten als Jugendlicher zu kämpfen hat. Und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist eben wieder Film. Also ich denke, ich glaube, das ist der Film zum Buch. Ich glaube, das Buch war zuerst da. Und habe ich mich nicht nochmal beschäftigt, aber ich bilde mir ein, das war eine Buchverfilmung. Und es ist halt sehr witzig. Also der Film ist sehr witzig und auch beim Buch konnte ich viel schmunzeln, weil die Jugendlichen ja schon versuchen, sich so ein bisschen zu befreien von diesem ganzen Pioniergehabe. Und die Mutter findet einen Pass und einer älteren Frau und versucht dann immer, sich älter zu machen, um fliehen zu können. Dann kommt der Onkel immer, die Westverwandtschaft, und schmuggelt immer Dinge in seiner Unterwäsche, die man eigentlich auch tatsächlich überführen könnte. Also eigentlich ist er gar kein Schmuggler, weil eben die anderen Sachen zu gefährlich sind. Und da ist eine junge Frau, die Miriam, und alle sind in sie verknallt. Und erzählt auch so ein bisschen die Geschichte, wie man an die Miriam rankommen kann. Und insgesamt ist es schwer zu beschreiben, was daran so lustig ist, weil einfach der Thomas Brussig, der nimmt so alles auf die Schippe. Und es ist ein schönes Schmunzelbuch. Es gibt aber eine Szene, die kannte ich schon aus dem Film. Die hat mir im Film nicht gefallen und die hat mir auch hier nicht gefallen. Und zwar findet eine Party statt. Beim Mario heißt er, glaube ich. Und sein Vater sammelt historische Musikinstrumente. Und die sind zum Teil 400 Jahre alt. Und die machen dort eine Party. Und diese Musikinstrumente werden kaputt gemacht. Die werden auf irgendwelchen Trommeln wird Skat gespielt. Und irgendwelche Schalmeien werden als Aschenbecher benutzt. Und ich leide da jedes Mal so derbe mit, wie diese Instrumente kaputt gemacht werden. Ich jetzt am liebsten nicht gelesen. Ich hätte die Szene am liebsten nicht gelesen, weil da blutet mir einfach das Herz bei solch teuren Instrumenten. Aber ansonsten, es ist auf jeden Fall schon witzig. Und ich hatte mir, hinten sind noch 2 Zusammenfassungen zu Helden wie wir und Wie es leuchtet. Und ich glaube, Helden wie wir war sein Durchbruch. Und da bin ich am Überlegen, ob ich mir das auch
mal noch irgendwann anschaue. Ja, hatte ich auf jeden Fall viel Spaß damit. Jetzt am Wochenende und heute am 1.5., es ist jetzt schon kurz vor Mittag, ich habe Unterrichtsvorbereitungen schon fleißig gemacht. Ich habe heute frei und morgen geht die Schule los. Und ich habe noch nicht alles für diese Woche fertig, aber fast. Und jetzt wollte ich erstmal ein bisschen drehen, den Vlog-Abschluss von letzter Woche und jetzt sozusagen den neuen. Und dann möchte ich noch meine Neuzugänge filmen und dann schneiden. Und heute Nachmittag werde ich noch meine Korrektursession einlegen. Und ansonsten stehen diese Woche, sowohl heute als auch jeden anderen Tag, 4 Bücher an. Und zwar startet heute meine Leserunde zu Elias und Laia, wo wir ja bei Facebook zusammen lesen, direkt in der alten Lesegruppe von Elias und Laia 1. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir lesen jeden Tag etwa, wie viele Abschnitte sind es geworden? Ich glaube 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ich hatte, glaube ich, 9 geplant. Und dann hatte ich so eingeteilt, so etwa 50 Seiten am Tag. Und irgendwie sind dann doch 10 Tage rausgekommen. Aber ich meine, na klar, das Buch hat 500 Seiten. Aber ich dachte, ich hätte auch mal 55 oder mal 60 Seiten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wo ich mich vertan habe. Vielleicht hatte ich zu oft 51 Seiten oder so. Auf jeden Fall sind es jetzt irgendwie doch 10 Tage geworden. Schadet nicht, denke ich mal. Freue ich mich drauf. Und dann lese ich heute wieder ein Buch zusammen mit der lieben Frau G aus A. Und zwar, pass auf, seht ihr nicht. Warte doch ein bisschen. Ja, Paper Princess, das Buch mit den Ärschen. Ja, sehr, sehr umstritten. Und Shades of Grey war ja auch sehr umstritten und da musste ich das unbedingt lesen, um halt zu erfahren, wie schlimm ist es wirklich. Und es ist ja New Adult und mit wieder so Millionärskram, Millionärssöhne und ein armes Mädchen. Und und das lesen wir jetzt zusammen. Auch etwa 50 Seiten am Tag. Das hat 380 und wir wollen, glaube ich, 7 Tage lesen. Ne? Also wieder etwas über 50 Seiten am Tag. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, ob es so schlimm wird, wie ich vermute, oder ob es mir halt doch gut gefällt. Und dann noch ein letztes Buch. Am 15. startet ja meine Leserunde zu Die 12. Direkt in der Runde, wo wir auch den Übergang gelesen haben. Und der liegt bei mir jetzt schon seit einigen Wochen. Ich bin auf Seite 570 von 1020. Sieht so aus. Immerhin gar nicht so schlimm. Und das sind noch 450 Seiten. Wie viele Leseabschnitte sind es? 2, 4, 6, 8 Leseabschnitte sind es noch. Ich habe aber halt jetzt 14 Tage Zeit. Und ich habe mir aber gedacht, bevor ich mir die restlichen Leseabschnitte nochmal in die 14 Tage einteile, damit ich halt jeden Tag so 30 Seiten lese oder so, nehme ich vielleicht einfach diese Leseabschnitte, die ich noch habe, weil dann kann ich ab und zu mich in der Gruppe noch zurückmelden für diejenigen, die noch ein bisschen da sind und auch Bock haben mitzudiskutieren. Denn ich glaube, die Leserunde endet ja schon vor einem Monat oder so. Ja, und das sind auch etwa 50 Seiten pro Tag. Also heute sind es tatsächlich 54. Ich glaube, morgen ist es dann ein bisschen weniger, passt mir auch ganz gut. Steht ja. Ja, morgen sind es 40 Seiten. Und je nach Kapitellänge. Ja, und da habe ich mir ausgerechnet, dadurch, dass es bei allen drei Büchern Leseabschnitte gibt, lese ich pro Tag jetzt etwa 160 bis 170 Seiten. Mal sehen, wie das die Woche funktioniert. Immerhin bin ich leselustig und heute ist ja frei und wie gesagt, ich saß jetzt schon am Schreibtisch, habe Unterricht vorbereitet und heute Nachmittag werde ich noch ein bisschen korrigieren, ich denke mal 1,5 Stunden mit Timer und da hoffe ich, bin ich dann aus dem Gröbsten raus und ansonsten wird heute nur gelesen und noch ein bisschen Hausarbeit gemacht und halt Vlog geschnitten und ich denke, das ist realistisch. Ich freue mich schon super auf diese Woche. Ich freue mich drauf, dass wir diese Woche keine Minusgrade haben sollen. Es wäre schön, wenn es nicht mehr schneit. Es wäre schön, wenn ich nicht mehr mit fetten Boots und Thermostrumpfhose rumlaufen muss und
wenn die Sonne lacht, da habe ich auch viel mehr Lust zum Spazieren und die Seele baumeln lassen. Und eigentlich liebe ich den Frühling und es wäre schön, wenn er jetzt endlich kommt. So, in hoffentlich 2 Tagen berichte ich, wie es mit meinem Frühlingslesen weitergelaufen ist. Und bis dahin wünsche ich uns allen eine schöne Woche. Tschüss! Hallo ihr Lieben, willkommen im 2. Vlog-Update. Es ist Donnerstagmorgen und nach dem Training fahre ich auch gleich in die Schule. Aber ich wollte euch noch berichten, was die letzten 3 Tage passiert ist. Und haltet euch fest, ich habe fast 1000 Seiten gelesen. Und ja, es fehlen glaube ich 20 Seiten, bis ich die 1000 voll gemacht hätte. Und ich ärgere mich fast, dass ich gestern nicht einfach Paper Princess zu Ende gelesen habe. Aber es war dann so morksig, dass ich keine Lust mehr hatte. Aber der Reihe nach. Ich habe verschlungen auf jeden Fall ein Buch, was ich beendet habe, wenn man das überhaupt als Buch sehen möchte. Nämlich Tokyo Ghoul Band 5. Ich habe den mir ein bisschen eingeteilt, und weil ich ja weiß, dass die Reihe zu Ende ist. Und ich fand den wieder sehr gut. Falls jemand die Geschichte noch nicht kennt, es geht um Ken, ist glaube ich der junge Mann. Und der ist im ersten Teil von einer Ghula angefallen worden und dann ist ein Unfall sozusagen passiert und die Rettungssanitäre haben einfach, weil sie gestorben ist, ihre Organe ihm eingepflanzt, weswegen er jetzt halb Ghula, halb Mensch ist und irgendwie in einer Welt überleben muss, wo Ghule Menschen jagen und wo es aber auch eine Organisation gibt. Ich glaube, die Schwalben? Nee, die Tauben. Tauben, das wurde in dem Band gerade noch nicht erwähnt. Ich glaube, die Tauben waren es, die die Ghule jagen. Und er versucht jetzt gerade so mit seinem Leben ein bisschen klarzukommen. Und in Band 4, der mir nicht ganz so gut gefallen hat, ging es um ein Ghul-Feinschmecker-Restaurant oder ein Club, der nicht nur Menschen isst, also weil die Ghule sich ja von Menschen ernähren, sondern die sogar Jagd auf Ghule machen. Was ja dann wieder so eine andere Form von Kannibalismus ist. Und das war schon ein bisschen mäh. Und hier geht es ein bisschen weiter um diese Kannibalengeschichte, weil der Gourmet, der ist immer noch scharf auf Ken, weil der halt Mensch, halt halb Ghoul ist und halt irgendwie besonders gut schmeckt. Und es geht weiterhin um die Jagd von diesen, wie soll ich schon wieder Schwalben sagen, sind sie überhaupt Tauben? Dieser Organisation, dieser Jägerorganisation auf die anderen Ghule, und der Ken, der versucht beide Seiten so ein bisschen zu verstehen. Auf der einen Seite Menschen zu helfen, nicht von Ghulen gefressen zu werden, auf der anderen Seite halt Ghulen zu helfen, damit sie nicht von dieser Organisation gejagt und getötet werden. Ja, hat mir wieder recht gut gefallen. Insgesamt inhaltlich aber ein bisschen schwach, also besser als der 4. Teil, aber ich denke mal, also Manga hin oder her, aber da hätte man storymäßig wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen können. Na gut, dann startete ja am Montag die Leserunde. Ich habe schon wieder Haare im Mund. Das ist die Leserunde zu Elias und Laia. Ich habe es jetzt nackig gelassen und nicht nochmal für euch eingepackt. Aber ich denke mal, ihr wisst, wie das Buch aussieht. Habe ich euch das nicht am Montag gezeigt? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, die ersten 3 Leseabschnitte haben wir gelesen. Ich bin jetzt auf Seite 178 und viel sagen kann ich nicht, weil sobald ich anfange, auch nur einen Satz zur Handlung in diesem Buch zu sagen, weiß man, wie Band 1 ausgegangen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Buch jetzt noch nicht alle gelesen haben. In meiner Leserunde, das lesen wir ja gemeinsam im Mai, sind wir zurzeit zu dritt, aber wir hatten gestern richtig viel Spaß zu dritt in dieser Leserunde. Und ja, weil auf der einen Seite ist es schon spannend und dystopisch. Grundsätzlich geht es um eine Gesellschaft, wo es Kundige gibt und irgendwie noch andere Stämme, die so normal leben. Und es gibt die Martialen, was so eine Art Soldatenorganisation ist, die da herrscht mit dem Imperator. Und es ist ein bisschen arabischer Raum und es klingt halt wieder so ein bisschen, ne, wie ein dystopisches Jugendbuch, dass sich halt die von unten befreien werden aus dieser Herrschaft. Und da passieren noch ein paar andere Sachen. Und Laia ist eben eine von diesen Kundigen, mehr oder weniger. Und ihr Bruder wurde entführt und sie schleicht in die Widerstandsgruppe ein und möchte, dass die ihr helfen, ihren Bruder zu befreien. Und sie wird dann eingeschleust bei den Martialen und muss der Kommandantin dienen. Und dort lernt sie Elias kennen, weil Elias ist eine Maske und
der Sohn der Kommandantin, was natürlich zu einigen Schwierigkeiten führt. Mir hat der erste Band nicht hundertprozentig gefallen, weil Elias halt zwei Kerle hat, die sie gut findet und mit denen sie rumknutscht. Und auch bei Elias gibt es noch eine Person, die für ihn wichtig ist, beziehungsweise die ihn liebt. Und das ist schon ein bisschen viel Beziehungsgedöns. Also steht nicht im Vordergrund der Handlung, aber so ein bisschen soaplastig ist es schon. Und das kehrte jetzt halt im zweiten Band wieder, unabhängig davon, was außenrum passiert, was ich ja nicht verraten möchte. Aber, ja, und ja, und dann gibt es natürlich noch irgendwelche Intrigen. Da haben wir gestern noch festgestellt, dass es ein bisschen was von Game of Thrones hat, so mit wer verheiratet wird, mit welchen Bestien, um aufzusteigen. Und irgendwie hat Laia jetzt noch eine Fähigkeit entwickelt, da waren wir dann plötzlich bei Herr der Ringe und Harry Potter. Also es wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache noch. Ist so okay. Auf jeden Fall besser als das folgende Buch, was ja die Frau G aus A und ich zusammen lesen, nämlich Paper Princess, was eigentlich ein wunderschönes Glitzercover ist, davon abgesehen, dass halt die Krone aussieht wie Ärsche, und wenn man einmal darauf hingewiesen wird, dass es aussieht wie Ärsche, dann sieht man halt jedes Mal dort nur noch die Ärsche auf dem Cover. War ich gestern? Ich glaube bei 84% oder 87%. Ich habe auf jeden Fall am Montag, wir wollten das ja in 7 Tagen zusammen lesen, sprich jeden Tag 5 Kapitel, und da das Buch 380 Seiten hat, hat jedes Kapitel so 50, 55, 60 Seiten. Und am Montag haben wir uns zusammen daran gehalten, und am Dienstag haben wir irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Leseabschnitte gelesen, also das halbe Buch oder mehr als das halbe Buch, weil es sind ja insgesamt nur 7. Und ja, also zum einen, es gibt ja einen Hype um das Buch. Und ich habe jetzt auch mal bei Amazon geguckt. Amazon ist es, glaube ich, 278 Bewertungen. Und ein Bewertungsdurchschnitt von 4,3 Sternen. Und es wird ja überall gehypt und wie blöde auch bei Goodreads. So, und ich wusste aber vorher schon, dass die Stimmen da ein bisschen kritisch sind, und ich war halt so neugierig. Und ja, und ich weiß ja, dass die liebe Frau G. auch gerne mal sowas liest, und wir wollten dann einfach unsere Neugier befriedigen, beziehungsweise ich mehr als sie. Ja, und es geht ja um Ella, und Ella ist 17 und arbeitet als Stripperin, musste Geld verdienen, weil sie wurde allein aufgezogen von ihrer Mutter, die eben auch Stripperin war oder auch Hostess, alles mögliche, und die ist aber gestorben und muss sie jetzt sozusagen irgendwie selbst durchs Leben bringen und möchte aber auch aufs College gehen, also sie geht in die Schule und dann strippt sie. Und ihr Vater war aber ein recht reicher Typ, und der ist auch gestorben, und er hat seinem besten Freund gesagt, dass halt der Callum Royal, der Vater von 5 mehr oder minder missratenen Söhnen, und da gibt es jetzt eine Erbschaft, und er hat sie ausfindig gemacht und sagt halt, okay, wenn du einen Monat bei mir bleibst mit meiner Familie, kriegst du $10.000, und wenn du noch einen Monat bleibst, er gibt ihr quasi die Möglichkeit, aufs College zu gehen, und bezahlt sie irgendwie dafür, dass sie halt bei ihm bleibt. Weswegen sie ein bisschen skeptisch ist, was ich noch nachvollziehen kann. Aber auf der anderen Seite die Sprache, die da schon deutlich wurde am Anfang. Das ist echt Gossensprache. Also, alter Schwede. Sprachlich ist das Buch schon ein kleines Desaster. Und aus irgendeinem Grund, also der Callum war mir am Anfang sympathisch, aber irgendwie alle Figuren haben einfach nur einen an der Klatsche. Die einzige Figur, die ich manchmal noch nachvollziehen kann, ist Ella. So, weil bei ihr kann ich mir vorstellen, dass sie halt so redet, wie sie redet, weil sie von einer Stripperin aufgezogen wurde und weil sie auch als Stripperin gearbeitet hat. Aber alle anderen sind einfach nur ein bisschen blöde, und zudem sind alle völlig zweidimensional. Also die haben keine Form. Das ist einfach ein einziges oberflächliches Desaster. Alle Personen, die sind so komisch, unrealistisch und halt komisch. Die sind alle merkwürdig. Auch der Callum, wie er immer reagiert, der wird merkwürdiger. Und dann hat er auch eine Freundin, die ist alles so nicht greifbar, weil sie irgendwann, wenn es der Autorin passte, irgendwelche Dinge rausplauzen oder irgendwie reagieren. Und dass du dir einen Kopf greifst. Also ich weiß nicht, wie solche Figuren existieren können, so wie sie dort sind. Und zwar alle. Ne, dass mal 1, 2 Figuren über die Stränge schlagen, ja, aber so irgendwie alle sind total bescheuert. Also ich verstehe es nicht. Und ja, und Ella kommt halt dort an, dann in diesem
riesengroßen Anwesen und dort sind 5 Söhne und auf dem Klappentext steht ja schon, dass alle total fies zu ihr sind und der am fiesesten ist, für den interessiert sie sich natürlich, den Reed. Was auch von Anfang klar ist, ne? Es ist jetzt irgendwie kein Spoiler, soweit ich weiß. So, und einer davon ist noch ein bisschen vernünftiger, also der Ältere, und aber ansonsten behandeln die Kerle sie wirklich wie Dreck. Und die sind auch im Kopf irgendwie alle ein bisschen blöde, ne? Dass der ihre Mutter gestorben ist und dass sie in Reichtum aufgewachsen sind und dass man da so ein paar Ecken und Kanten entwickelt, das ist mir vollkommen klar, aber wie die reagieren und wie die reden, es ist mir wirklich unklar, wie alle Figuren so bescheuert sein können. Ich kann das nicht beschreiben. So, und die denken halt sofort, ach, das ist eine Hure und ständig hier kannst du mir einen blasen und fummeln sich an Eiern rum und ich weiß es nicht. Und ausgerechnet der Reed, dass sie sich in diesen Typen verliebt. Ich meine, sie findet ihn einfach nur schön. Jedes Mal, wenn sie ihn sieht, er sieht so schön aus. Ja, aber ob das irgendwie die Grundlage ist und irgendwann denkt sie so, oh, er sieht so schön aus. Ich darf mich nicht in ihn verlieben. Nur weil er so schön aussieht und sie wie Dreck behandelt. Ich weiß nicht, da vielleicht fühlt man sich dann in so einen Typen hingezogen. Also ich verstehe schon das Konzept von dass man als Frau auf Bad Boys steht oder so, ne? Aber nur weil er so schön ist und sie wie Dreck behandelt, dass sie jetzt mal ein feuchtes Höschen bekommt, ich weiß es nicht. Ich verstehe dieses Buch nicht. Also wir haben unseren Spaß und es ist schon irgendwie spannend, weil man ja schon darauf wartet, dass die Ella langsam ein bisschen besser klarkommt und dass die Jungs langsam auftauen und dass ich dann halt diese Liebesbeziehung anbaue. Ach, das, was da passiert zwischen den beiden. Also die erotischen Szenen würde ich jetzt nicht gerade, also da gibt es einfach 1 Million Bücher mit erotischeren Szenen, auch New Edit, also und auch wie die miteinander reden und dann dieses Hin und Her, also es gibt auch bessere Bücher mit dem Hin und Her, also ich weiß schon, dass es passiert, um Spannung zu erzeugen. Und man will ja dann auch weiterlesen, weil man denkt, wann kriegen sie es jetzt endlich gebacken, aber boah, also dieses Buch ist echt. Also ich glaube, irgendwie so 2 Sterne kriegt es von mir wahrscheinlich schon. Also ich habe jetzt noch 5 Kapitel vor mir, also etwa 50 Seiten habe ich jetzt noch. Und also es ist schon irgendwie amüsant, wenn man das zu zweit liest. Und es ist auch schon spannend, weil man schon wissen möchte. Also wir haben das schon weggesuchtet. Also die Frau G. hat es in 3 Tagen beendet, ich halt fast. Ah, da war halt gestern wieder so eine Szene, wo ich mir dachte, oh hey, ist Schluss. Ich habe das Buch da immer nur weggehauen und dachte mir, du guckst jetzt noch 2 YouTube-Videos an und dann schläfst du. Also ich konnte es dann nicht mehr. Und ich habe mitbekommen, dass das sowohl bei YouTube als auch bei den Bloggern irgendwie, also manche hypen es halt und andere sagen, wer das liest, ist blöd. Und dass da wirklich so ein bisschen eine Anfeindung da ist. Und ich kann schon nachvollziehen, warum man das liest. Oder überhaupt solche Bücher. Ich habe mal geguckt, 2014 habe ich, glaube ich, 200 Bücher gelesen. Habe ich bei Goodreads gesehen. Und als ich da mal so durchgescrollt habe die Woche, dachte ich mir, ach du Scheiße, es waren viele solche ähnlichen Geschichten dabei, beziehungsweise erotische Novellen. Also ich weiß, wenn man mal, dass man sowas schon mal lesen kann, um runterzukommen, besonders wenn man halt eine schlechte Woche hat oder ein schlechtes Jahr, dass das schon einen Unterhaltungswert hat. Ich verstehe, warum man solche Bücher liest und ich würde es auch niemandem vorwerfen, aber den Hype verstehe ich nicht, weil es gibt einfach bessere Bücher mit etwa dem Inhalt, ne, wo man einen reichen Typen hat, der ein bisschen fies ist und Mädel, was so ein bisschen struggelt und sich dann in ihn verliebt. Da gibt es einfach bessere Geschichten, die besser auch, also nicht nur inhaltlich vom Plot her, sondern die auch sprachlich ein bisschen besser gestaltet sind und wo die Charaktere nicht alle so hirnlos sind. Ja, und oder so frauenverachtend, ja. Und na, also ich kann verstehen, warum man das Buch schon liest und auch wegsuchtet in der Nacht. Ne, weil einfach dieses Gefühl, ich will jetzt, dass die zwei zusammenkommen und dass jetzt endlich die diesen ganzen Mist hinter sich lassen. Ne, das verstehe ich schon, aber den Hype, irgendwie 180 5-Sterne-Rezensionen bei Amazon innerhalb von 3 Monaten oder was weiß ich, wann das Buch raus ist, das verstehe ich nicht. Jetzt ist der Akku gleich leer. So, da bin ich wieder. Ich werde jetzt ganz viel Spaß beim Schneiden haben. Ich habe nämlich 2-mal meine Softbox umgeworfen und 1-mal die Kamera mit Ständern. Das war lustig. So, ich bin genug aufgeregt, ne? Als Kontrastprogramm zu diesem Buch
habe ich noch gesuchtet, den Übergang. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut vorankomme, weil es ja schon ein bisschen schwerere Lektüre ist. Und wenn man sich das mal anguckt, die Seiten, die sind echt fürchterlich dicht beschrieben. Ja, auch wenn man sich ja mal den Rand anschaut. Ja, wenn man sich ein Jugendbuch daneben legt, dann ist das hier eigentlich fast eine Zumutung, ist es aber nicht. Und ja, der Übergang. Habe ich da schon gesagt, um was es geht? Oh, ich weiß gar nicht, was ich euch am Montag alles erzählt habe. Mit der mit der Vampir-Apokalypse, dass die ein Experiment gemacht haben. Dann sind, weil sie einen Jungbrunnen entdecken wollten und dann ist dieses Experiment aus dem Rahmen gelaufen und eine Vampirseuche hat sich verbreitet. Aber irgendwie, also nicht so viel Biss oder so. Also diese Vampire, die sind wirklich bösartig und es gibt halt die 12, deswegen heißt der Folgeband die 12. Es gibt sozusagen Menschen, mit denen die Experimente gemacht haben und das waren 12 Stück und die haben danach diese Seuche verbreitet und ich glaube, die danach kommen, die sind halt so anders, also die sind irgendwie primitiver oder so. Und dieses Buch ist zweigeteilt. Erst hat man diese Vorgeschichte, wo man aus verschiedenen Perspektiven sieht, das Mädchen Amy, mit dem dann auch Experimente gemacht werden und aber auch die FBI-Agenten, die Amy abholen sollen und dann haben sie sich immer Straftäter rausgesucht für das Experiment, die sozusagen in der Todeszelle sitzen. Und dann hat man auch die Perspektive und aber auch die Perspektive vom Forschern und dann ist man in der Forschungseinrichtung und dann hat man wieder die Perspektive von dem Sicherheitspersonal. Und aus deren Augen sieht man dann nach und nach, wie dieses Experiment schief geht, weil diese 12, die können irgendwie Träume erzeugen oder in einen Verstand eindringen und Menschen gewissermaßen übernehmen, was ich fürchterlich gruselig fand. Ja, und dann hat man eine Perspektive so und so viele Jahre später, wo man in einer Kolonie ist von Menschen, die noch überlebt haben und die aber einen hohen Zaun um ihre Kolonie haben, wo quasi nachts immer das Licht angeht. Und dort gibt es natürlich auch noch verschiedene Probleme. Mehr möchte ich nicht verraten. Man muss dieses Buch wirklich erfahren. Es ist wirklich sehr dicht. Es ist eine wunderbare Atmosphäre, es wird sehr viel beschrieben, aber es gibt 1 Million Charaktere, die hier drin vorkommen. Und gerade bin ich schon drin und sozusagen bei den Kolonialisten, wenn man das so nennen, also das ist ja eigentlich, Kolonialisten ist falsch. Also, aber die in dieser Kolonie waren. Und wenn ich die Namen höre, weiß ich schon, wer ist, wer welche Rolle gespielt hat, wer jetzt mit wem was hatte oder nicht hatte oder möchte und wer wessen Vater oder Tochter ist. Aber was ich nicht mehr weiß, weil ich auch eine Pause gemacht habe und ich denke mal, weil es einfach zu dicht ist, wie wer aussah, wie groß er ist. Und also ich habe zwar die Namen und was sie machen, aber ich kann sie mir einfach nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist auch ein Kritikpunkt, was der Übergang sich dann auch von mir gefallen lassen muss, dass es einfach zum Teil too much ist und dass es einfach zu viele Informationen sind und dass man besonders am Anfang sehr zu tun hat, sich überhaupt zurechtzufinden. Aber ansonsten unglaublich spannend. Ich habe bei Seite 570 angefangen und die ersten 2 Tage habe ich 120 Seiten gelesen und gestern habe ich, glaube ich, nur einen Leseabschnitt gelesen. Also ich habe 5 Abschnitte gelesen seit Montag und jetzt auf Seite 844. Habe also gelesen 270 Seiten. Ne? 570 bis 844. Das klingt wie 270 Seiten in 3 Tagen in diesem Klopper. Zusätzlich zu dem anderen Spaß. Ja, genieße ich sehr, aber dieses Buch macht es halt auch mit mir, dass ich nachts alle Türen zu. Ne, normalerweise, wenn man nachts irgendwie nochmal wohin muss, sich ein Wasser holen oder mal für kleine Mädchen, dann lasse ich halt die Lichter aus und gehe dann durch meine Wohnung und ich fühle mich da pudelwohl. Aber immer wenn ich den Übergang lese, ich muss nachts alle Türen zumachen, weil das sind mir zu viele Schatten und zu viele Räume, die ich nicht einsehen kann. Und ich habe halt Festbeleuchtung. Ich muss jeden Raum ausleuchten. Mir macht dieses Buch und diese Viecher und diese ganze Atmosphäre echt Angst.
Was natürlich ein gutes, was Gutes und was Schlechtes hat. Ich kann mich halt gut in alles hineinversetzen. Ja, habe ich auf jeden Fall meinen Spaß dran. Ich weiß nicht, ob ich es heute und morgen schaffe. Es sind halt noch 3 Abschnitte. Es sind knapp 200 Seiten, die jetzt noch vor mir liegen. Und bin ich mir nicht sicher. Ich habe jetzt noch ungefähr die 50 Seiten in Paper Princess. Und noch 2 Leseabschnitte Elias und Naya, die ja nun auch jeden Tag gelesen werden möchten. Aber gut, wenn ich halt den Rest am Wochenende lese, ist es, denke ich mal, nicht schlimm. Die 12 beginnt am 15. und bis dahin habe ich dieses Buch definitiv gelesen. Was ich gar nicht so gedacht hätte. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass ich ein bisschen länger brauche, weil es halt so schwere, dichte Lektüre ist. Aber mir geht es halt zurzeit echt gut. Arbeitstechnisch ist alles so vom Workload okay. Und ich bin fit und leselustig und ich habe fast 1000 Seiten in 3 Tagen gelesen. Es ist krass. Ja, war auf jeden Fall eine schöne Lesewoche bisher. Und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten 2 Lesetage. Ich muss jetzt aber echt aufhören und mich in die Schule aufmachen. Ansonsten fragen sich natürlich die Schüler, wo denn die Zuchtmeisterin hin ist. Und das geht ja so nicht, ne? In diesem Sinne hören wir uns am Samstag. Bis dahin. Tschüss. Hallo ihr Lieben. Ich darf euch begrüßen an einem wunderschönen sonnigen Samstag und meinem letzten Update. Ganz so viel habe ich ja nicht mehr zu berichten wie die letzten Tage, weil ich jetzt am Donnerstag und Freitag einfach nicht so viel gelesen habe. Man darf es nicht glauben, aber in meinem Leben gibt es noch andere Dinge außer Schule und Lesen. Tja. So, ich habe nicht weiter gelesen in der Übergang. Habe also immer noch 180 Seiten jetzt fürs Wochenende. Dafür habe ich aber beendet Paper Princess. Ja. Das Ende war nochmal so richtig schlecht. Und also, wie gesagt, ich kann verstehen, warum man es suchtet. Die Steffi hat es gestern in einem Tag, in einem Rutsch gelesen. Wir haben uns wunderbar amüsiert. Wir halt auch ich mit meiner Frau G. aus A. Man kann es suchten. Es hat schon einen Spannungs- und einen Amüsement-Wert. Unterhaltungswert, das war's. Aber die Sprache ist einfach mal schlecht und die Leute haben keinen Tiefgang, die Charaktere und das Ende, das war nochmal so richtig hirnrissig. Es ist sinnlos, diese Grundstory. Ja, also nicht, dass sie eine Stripperin ist und dass sie in diesem Millionärshaushalt da einzieht und ein paar Millionen erbt und so. Das mag ja alles sein. Gibt es ja viele Geschichten, die in etwa so diesen Grundaspekt haben. Ja, eine recht unbedarfte oder doch schon geprägte junge Frau, die plötzlich, nachdem sie sich so ein bisschen durchs Leben gekämpft hat, jetzt auf einen reichen Mann stößt und dann geht's heiß her. Aber die Erotik-Szenen, die waren nicht besonders gut und die Dialoge waren schlecht und das Ende war einfach nur hirnrissig. So, ich habe es beendet und gut ist. Und dann habe ich jeden Tag noch meinen Abschnitt bei Elias und Naya gelesen. Haben mir auch sehr viel Spaß eben in der Leserunde, auch wenn wir nur zu dritt sind. Und das war es tatsächlich für diese Woche. Ja, muss ich sagen, es ist schon nicht schlecht. Aber es reißt mich echt nicht von den Socken. Also es werden maximal 4 Sterne, denke ich mal. Es zieht sich. Ich dachte halt, es ist eine Dilogie, aber es hat wohl 3 beziehungsweise wahrscheinlich sogar 4 Bände, was zu unseren Recherchen ergeben haben. Und diese... Es gibt einfach... Man entscheidet sich ja als Autorin, das so oder so zu schreiben. Und ja, einfach diese Abstände, also die Strecken, die man zurücklegen muss, ich möchte ja nicht allzu viel zur Handlung sagen, ne? Aber die Strecken, die man zurücklegen muss und die Zeit, die das kostet, sind einfach so lang. Und es geht ja um eine Person, die man befreien muss, weil sie im Gefängnis ist und gefoltert wird. In Klammern, wie im Band 1 besprochen, der Bruder von Laia. Ich habe, glaube ich, im letzten Update irgendwas gesagt, dass Elias auf 2 Kerle steht, aber ich meinte Laia. Naja, ihr wisst ja, ich bin manchmal ein bisschen verpeilt. Darin geht es immer noch zu befreien und keine Ahnung, wie viele Monate der schon gefoltert wird aufs Schlimmste und ob man das wirklich so lang ziehen musste oder ob man das Ganze einfach nur um ein paar Wochen hätte kürzen müssen. Ne? Es müssen doch nicht mehrere Monate sein. Ich finde, mehrere Wochen Wegstrecke sind immer noch viel Zeit und vor allem ist es viel Folterzeit. Also
passt mir nicht so ganz, dass es so ewig in die Länge gezogen wird. Und also man kann auch auf kürzeren Strecken eine spannende Geschichte erzählen. Siehe Kuss der Lüge. Und was mich ja gerade auch ein bisschen nervt, ist, dass es zwei Personen gibt, nämlich die Kommandantin und der Markus, die sich beide in ihrem Wahnsinn die Hand geben und abwechseln. Und das ist einfach. Also ich habe nichts gegen einen brutalen Herrscher in so einem dystopischen Werk. Das braucht es ja auch. Aber wenn sie so willkürlich wahnsinnig sind, das ist mir einfach, das ist mir too much Wahnsinn und zu wenig gezielte Herrschaft. Also ja, ich schüttle eigentlich die ganze Zeit nur den Kopf und frage mich, warum das so sein musste, wie es ist. Naja, es ist schon nicht schlecht, es ist schon spannend. Aber ich glaube, momentan befinde ich mich gefühlt so bei 3,5 Sternen und mal gucken, ob das Ende dann irgendwann mal noch Viere draus macht. Ja, aber die 50 bis 60 Seiten pro Tag, die gehen schon und in der Leserunde läuft es gut. Wir lesen wirklich jeden Tag den Abschnitt, denke ich, und da rennt keiner hinterher und wir werten das ordentlich aus und haben halt unseren Spaß damit. Ja, dementsprechend habe ich gelesen am kürzeren Ende der Sonnenallee, habe ich beendet, das waren 156 Seiten und Tokyo Ghoul, das waren 200 Seiten und ich habe Paper Princess auch komplett gelesen, also eigentlich drei Bücher, die ich komplett gelesen habe, das waren 384 Seiten. In Elias und Laia habe ich die ersten 276 Seiten gelesen, das waren die, die anstanden. Und im Übergang habe ich geschafft 272 Seiten. Und die habe ich ja auch gesuchtet. Und die letzten 2 Tage habe ich halt nicht gelesen. Aber ich denke jetzt am Wochenende, ich will ja einen Lesemarathon machen. Ich bin total aufgeregt. Ich habe gerade schon das Video dazu gedreht, das Ankündigungsvideo. Und was ich dann auch nach dem Vlog veröffentlichen werde. Und ich werde euch heute dann auch viele Updates hochladen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und da denke ich mal, dass der Übergang dieses Wochenende dann auch fallen wird. Ja, ich freue mich drauf und ich freue mich wieder, dass die Sonne scheint. Das werde ich jetzt wahrscheinlich in jedem Video sagen, aber der Winter war auch echt lang. Und den halben April hat es ja noch geschneit. Deswegen kann man sich ruhig freuen und deswegen heute auch so ein bisschen mein farbenfrohes Auftreten. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu bei meinem Marathon und fiebert mit mir und lest vielleicht auch ganz viel dann. Nachher mehr dazu und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss!